Häufig kriegen wir die Frage, wieso kann man eigentlich Klima 100 Jahre in die Zukunft berechnen, wenn wir nicht mal die Wettervorhersage in Konstanz für in 6 Wochen machen können? Das liegt eben daran, dass Wettervorhersage und Klimasimulationen grundsätzlich verschieden sind, weil die Klimasimulation eben nicht vorhersagt, ob am 3. Juli es regnet irgendwo, sondern nur die typischen Klimabedingungen, also ein mittlerer Juli mit Zufallsschwankungen drumherum. Und diese Zufallsschwankungen, die kann man eben nur wenige Wochen in die Zukunft berechnen. Das ist das Wettervorhersageproblem. Das hängt dann von den Anfangsbedingungen ab, während Klimasimulationen hängen von den Randbedingungen ab. Also verändert sich die Sonnenaktivität, verändert sich das CO2 und wie sieht dann ein Klima aus, aber nicht das Wetter an einem bestimmten Kalendertag. Ein Klimamodell ist ein Computerprogramm, mit dem man die wesentlichen Gleichungen der Bewegung in der Atmosphäre, im Ozean und so weiter löst. Und das macht man dann auf ganz vielen Punkten für den ganzen Globus. Man legt da ein feines Gittermaschennetz darüber. Und dadurch gibt es sehr, sehr viele Gitterpunkte und man braucht einige der schnellsten Hochleistungsrechner der Welt, um diese Klimamodelle dann zu rechnen. Im Zentrum stehen Ozean und Atmosphäre. Das waren auch die älteren Klimamodelle in den 1970er Jahren. Aber man hat inzwischen immer mehr Komponenten eingebaut. Die Biosphäre, ganz wichtig, sowohl die Landbiosphäre, also Wälder, auch mit Landwirtschaft, aber auch die Ozeanbiosphäre und auch die Kontinentaleismassen werden heute mitsimuliert. Und außerdem hat man nicht nur physikalische Größen wie die Windgeschwindigkeiten oder Temperaturen, sondern auch bestimmte Spurenstoffe, die Stoffkreisläufe, Kohlenstoffkreislauf, Stickstoffkreislauf und so weiter. Die Klimamodelle werden hauptsächlich von wissenschaftlichen Instituten benutzt, um eben einmal vergangene Klimaveränderungen zu verstehen in der Forschung, wie Eiszeiten, und aber auch künftige Klimaentwicklung vorherzusagen. Das wird dann auch gezielt gemacht für den Weltklimarat, der ja der Politikberatung dient. Und man kann eben diese Modelle auch nutzen, dann um zu gucken, wie groß ist unser Emissionsbudget noch, also wie viel CO2 können wir noch ausstoßen, um die Erwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, wozu sich ja die Staaten in Paris alle verpflichtet haben. Der Klimawandel wird natürlich von Jahr zu Jahr dringender, weil die CO2-Menge in unserer Atmosphäre ja nach wie vor ansteigt. Wir haben die Wende noch nicht bekommen und jeder spürt das inzwischen mit den sich wirklich massiv häufenden Wetterextremen, die wir auch im vergangenen Sommer wieder gesehen haben, auch in den Vorjahren schon, ob das Brände sind, ob das verheerende Hitzewellen sind, die ja eigentlich mit die tödlichste Folge des Klimawandels sind, oder eben das Waldsterben, das Austrocknen unserer Wälder, was wir jetzt in Deutschland erlebt haben. Es ist immer wieder vertagt worden, dieses Problem zu lösen, seit Jahrzehnten. Wir wissen ja spätestens seit dem Erdgipfel in Rio 1992, dass ein gefährlicher Klimawandel vermieden werden muss, hat die Weltgemeinschaft damals beschlossen. Und das ständige Aufschieben hat es nun zu einem extrem dringenden Zustand, in eine Krise, einen Notstand direkt gebracht.